Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Im Dark Webchair haben wir bereits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Level geschafft von 20. Das heißt, 9 stehen noch aus. Ein paar haben wir bereits ausgelassen, weil sie so schwer waren und wir noch nicht rausgefunden haben, wie wir sie richtig machen. Wir probieren uns jetzt an 515x Choke und gucken, wie es die hier klappt. Das war das Level. Oh Gott, wie soll denn das klappen? Mit den Schaubenwürmchen hier. So, jetzt. Okay. Hier muss ich einfach rennen. Und hoffen. Wir rennen vom Schaum weg. Wir rennen in den Schaum. Wir rennen in das Schaumwürmchen. Wir rennen in den Schaum. Immerhin stellen wir in unterschiedlichen Sachen. Das ist gerade schwierig, dieser Stelle mit diesem Schaumberg. Ich kann auch nicht in der ersten Grube... Ich kann nicht in der ersten Grube sterben. Dieses Schaumwürmchen nervt. Das ist wie bei der Light-Version von dieser Welt. Meine Güte, das ist, weil ich nichts sehe. Dieser Scherenschnitt ist wirklich schwierig. Warum ist hier alles so rot? Das sieht sowas von unglaublich... Ich weiß, das kann es gar nicht erklären. Das sieht voll creepy aus. Schwarz und rot und schwarz und... Ich habe eine Freundin, die zieht sich immer so an. Aber doch, bei ihr finde ich es nicht cool. Nee, so klappt es nicht. Ja, vielleicht klappt es mit dem Wandsprung. Das Problem ist das Schaumwürmchen an der Decke. Was zum... Das war komisch. Das sollte eigentlich nicht passieren. Genau, das sollte passieren. Nee, mit Wandsprung klappt es auch nicht. Ich muss an dieser Stelle vorbei. Nein, es klappt nicht mit Wandsprung. Okay. Zack, zack. Zack und zack. Wie kann man das machen, ohne an dieses Schaumwürmchen anzudecken? Wahrscheinlich muss ich einen ganz klein weniger Sprung machen. Oh, toll. Hier darf man ja kaum anecken. Diese Stelle ist schwer. Oh. Ich darf auch nicht in die Ecke rennen. Okay. Da ist es schon wieder der Bug mit dem Schaumwürmchen. Du solltest an der Decke sein. Du musst mich sowas von ablenken, blödes Schaumwürmchen. Ich muss jetzt an diese Stelle kommen. Komm, komm, komm. Ich glaube, das war ein bisschen zu schnell. Zack, zack. Hm? Hier lag. Ich krieg's einfach nicht hin, da ordentlich zu landen. Ich glaube, nachdem ich dieses Spiel gespielt habe, sind sämtliche Mario-Spiele ein Witz. Naja, das will ich nicht sagen. Super Mario 3D World haben wir das unglaublich harte letzte Level immer noch nicht geschafft. Weil Mario hat es einfach gut drauf, das normale Grundspiel so zu machen, dass es ein bisschen herausfordernd ist, aber sehr gut schaffbar. Aber die optionalen Herausforderungen sind dann Level, die sind unglaublich schwer. Und ich habe schon viel Mario gespielt. Also ich würde das nicht spielen, wenn ich nicht unglaublich viel Mario gespielt hätte und auch die optionalen Herausforderungen gemacht hätte. Beispiel in Super Mario Galaxy alle Sterne zu sammeln. Ich kann sagen, das war ein Akt. Da gab es ein paar, die waren wirklich unglaublich schwer. Verdammt! Immer wenn ich denke, ich komme dran... Ich komme nicht an diesem Berg vorbei. Was war denn eure schwerste Herausforderung in einem Mario-Spiel? Oder spielt ihr keine Plattformer? Ihr Plattformer-Spiel kommt an Mario eigentlich nicht vorbei. Ich liebe Plattformer. Ich spiele sie gern. Auch wenn sie schwer sind. Ha! Oh shit! Oh shit, oh shit, oh shit! Ich gerate leicht in Panik. Aber nur ganz leicht.
Das war ein falscher Sprung. Das war noch falscher. Zack, zack, zack. Merkt euch, wie ich diese Sprünge mache. Und merkt euch das nicht. Das Sterben macht ihr bitte nicht nach. Zack. Ein, zwei. Zack. Shit, shit, shit. Oh toll, wenn ich hier einen Fehler mache, kommt der Schaum zu nah und man hat einfach keine Zeit mehr auf. Aber ich habe dich damals auch im Weiß geschafft, ich habe dich auch in Schwarz. Jetzt, ich hätte eigentlich gleich auch über den Schaum und das Würmchen gleichzeitig springen sollen, das hätte geklappt. Innerhalb von Millisekunden muss man sich einfach entscheiden, wie man den Sprung setzt. Ich habe die Kidbab-Zone gemacht innerhalb von 4 Stunden. Ich spiele Dark Rapture. Und sterbe jetzt wieder an der Stelle. Ey, jetzt reicht's aber. Ich habe dich doch gar nicht berührt. Zack, 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 zack. Es war schon wieder der Bug mit dem Schaumwürmchen. Dass ich jetzt ein paar Mal sterbe, weil das Schaumwürmchen nicht in Ordnung ist, das stört. Das stört ungemein. Blöd ist, diesmal kann ich sie nicht mal sehen. Oh, das ist schwer, das ist schwer. Nicht nachdenken, nicht nachdenken. Einfach nur machen. Ich muss das teilweise vor mich hin sagen. Zack, 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 jetzt kriege ich das nicht hin. Okay, das kriege ich jetzt hin. Du blödes Schaumwürmchen, du hättest noch ein paar Zentimeter weiter drüben sein können, dann hätte ich das geschafft. Dann hätte ich das sowas von geschafft. Blöder Schaumberg. Blöde Schaumgrube. Blödes Schaumwürmchen. Blöder Schaum an der Decke. Du hast keinen Namen bekommen. Weil ich bis jetzt an dir nicht so oft gestorben bin. So. Schaum ohne Ende. Es ist überall Schaum. Verdammter Industrieabfall. Kümmert euch gefälligst um die Umwelt. Verdammt, diesmal bin ich nicht am Berg vorbeigekommen. Ach, ich will das wieder Sommer heiß. Es ist kalt und ätzend. Schöne Winter. Inzwischen habe ich es nun lang genug gequält. Schaumwürmchen, du bist echt blöd gekrochen. Ihr Maden endet keine meiner Wands mehr. Na gut, Insider. Fällt mir ein, im Original habe ich die Charger vom... ich meine im Original von Isaac jetzt natürlich habe ich die Charger total gehasst, aber das komme ich mit denen irgendwie viel besser zurecht. Na gut, ich mag Fistula immer noch nicht, aber das hat was damit zu tun, dass die Charger sich anders benehmen als die Fistula-Teil. Tschüss! Vorbei, vorbei. Wenigstens werden wir in diesem Level ziemlich sicher Plus schaffen. Das war ein neuer Sprung. So. Nein, ich bin schon wieder an derselben Stelle gestorben. Schon wieder an genau derselben. Nein! Eher Eckenschaum hat mich erwischt. Weil ich dann ordentlich gelandet bin. Das Schaumwürmchen an der Decke hat mich erwischt. Blödes Schaumwürmchen. Alles ist blöd. Und ich bin schlecht. Nichts, was man lernen kann. Wenn ich wenigstens ein bisschen mehr sehen würde hier. Das war klar, dass das passiert. Ich wusste, dass dieser Sprung nicht funktioniert. Manchmal weiß man das einfach vorher. Und manchmal nicht, wie eben. Immer schön auf Meat Boy achten. Dein Meat Boy Schatten. Du warst echt bescheuert gerade da. Du warst genau da, wo ich landen wollte. Man braucht doch immer ein bisschen Glück, habe ich das Gefühl. So. Wieder an der Schaum dort gestorben. Schaumberg, Schaumdecke. Deckenschaum, genau, Deckenschaum ist ein guter Wort. Ein guter Wort, ein gutes Wort. Ich krieg dasselbe hin, wenn es das letzte ist, was ich tue. Zumindest heute.
So. Hoppla. Das hat irgendwie gar nicht geklappt. Na komm. Meat Boy, sei lieb und stirb in der Decke. Wenigstens hört er auf das, was ich sage. Dieses Schaumwürmchen hat jetzt gerade zu oft meinen Tod. Das hätte jetzt nicht passieren müssen. Ganz ruhig jetzt. Bringen. Nein, nicht schon wieder. Es ist hier wieder gebuggt. Dieser Bug nervt. Oder ist das ein Glitch? Keine Ahnung. Aber wenn diese Schaumwürmchen nicht an der Decke ist, kann man es total vergessen. Zack, zack. Ich wollte eigentlich noch einen Sprung machen. Blödes Schaumwürmchen. Wie oft habe ich eigentlich schon blöd gesagt in diesem Part? Hi. Zack und zack. Ich habe gesagt zack, zack und zack. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell. Zack. Ich muss aufhören, diesem ersten Schaum hier. Ich denke, das ist der dritte Schaum. Irgendwas muss ich aufhören, da drin zu sterben. So. Ich schaff's jetzt wenigstens wieder bis dahin, aber danach krieg ich's wieder nicht hin. Hier ist so wenig Platz. Ich muss manchmal kurz innehalten, damit Meat Boy sich wieder Boden unter den Füßen hat. Sonst kann er nicht weiterspringen. Schwer. Es ist schwer. So, jetzt. Jetzt. Da war noch ein Schaumwürmchen. Wie soll man denn an dem vorbeikommen? Das ist echt fies. Eigentlich wollte ich jetzt an dir vorbeispringen und nicht in dich rein. Warum habe ich das getan? So sollte dieser Sprung aussehen. Sollte er nicht. Jetzt. 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 Zack. Zack. Shit, ich habe das Gefühl, man muss hier wirklich schnell genug springen, bevor dieses Schaumwürmchen da ist. Das macht mein ganzes Timing aber kaputt. Wenn wir an diesem Schaum vorbeikommen. Gott, ist das schwer. Zu schwer. Eigentlich würde ich dieses Level nämlich gern schaffen, nachdem ich jetzt schon 3 oder 4 übersprungen habe. Nein, ich hätte doch jetzt springen müssen. Ich bin 1 Zentimeter zu weit gelaufen. Ich sehe nicht gescheit hier in diesem Level, wie ich auch genug gesagt habe. Jetzt springen. Ah, das wäre es beinahe gewesen. Habt ihr gesehen, wie weit ich gekommen bin? Ihr habt's gesehen. Ich wollte jetzt eigentlich neben dir landen. Wieso bist du direkt in ihm gelandet? Ich habe ganz sicher nach links gelenkt, sodass du dort ankommen solltest. Genau so. So. Ich hab's fast. Ich hab's fast. Ich hab's fast. Ich krieg das hin. Aber nicht so. Zack und zack. Natürlich nicht, wenn ich jetzt wieder dort versage. Am Anfang. So. Zack. 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 Du scheiß Schaumwürmchen, das hast du mich wieder erwischt. Ein Sprung. Zack. Ich muss hier ein bisschen vorsichtiger sein an der Stelle. Die nächste scheint das jetzt ganz gut zu klappen. So. Sprung. Sprung. Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Oh, sogar ein Vader Plus. Naja, so wäre anders übrig. Wir haben noch 5 Minuten, aber ich würde sagen, wir schauen uns das nächste Level mal an und entscheiden dann, ob es schaffbar ist. So, nächster Level. Das gefällt mir jetzt schon überhaupt nicht. Das Bandage Girl, aber ich muss eindeutig hier runter. Oh, du bist es. Ich erkenne dich wieder, dein Lightworld Pendant. Er wird mich fressen.
soll ich den denn zum Schlafen bringen? Ich finde hier. Er ist immer noch da, shit. Okay, ich glaube, ich habe ihn zum Schlafen gebracht. Das ist echt nicht euer Ernst, oder? Wie soll man denn an denen vorbei? Ich habe mich fressen lassen. Nein, Schaumblümchen. Wenigstens ist es jetzt wieder niedlich. Ich bin voll in sein offenes Maul. Ja, von da oben klappt es nicht. Ich bin gerutscht, ohne mich festhalten zu können. Tut mir echt leid. So, von hier aus müsste ich ihn eigentlich zum Schlafen bringen. Wie gesagt, das ist nicht euer Ernst. Ich glaube, ich gucke mir doch lieber das nächste Level an. Von hier komme ich auf jeden Fall nicht dahin. Okay, zurück zur Karte. Und mal das nächste Level anschauen, die 517, Millennium. Da gibt es auch ein Pflaster. Ihr habt sie ja nicht alle. Wie viel wollt ihr hier noch schießen? Okay. Das hätten wir. Da ist irgendwie noch was gekommen. Das hat mich da eben noch abgeschossen. Ah, ein Turret. Und jetzt, wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Wie soll ich denn bitte an den Knopf kommen? Okay, also ihr Level werdet gerade echt heftig. Ein bisschen zu heftig. Wo warst denn du in der Lichtwelt gewesen? Das war die Turbo, die da geschossen hat. Shit. Ich will wenigstens gucken, ob ich an diesen Knopf komme. So. Wie soll man denn bitte an diesen Knopf kommen? Es gibt keine Möglichkeit, an diesen Knopf zu kommen. Aber man muss hier irgendwie hinkommen. Ah! Irgendwie ist es jetzt aufgewesen. Ich sollte nicht ganz so früh los. So, jetzt. Zack. Boah, hier wird so viel geschossen. Hier wird echt zu viel geschossen. Ich glaube auch, dieses Level ist zu schwer für den Anfang. Der schießt ja ganz schön frequent. Okay, ich muss hier vorsichtiger durch. Ich glaube, ich sehe das Pflaster. Verdammt, ich wollte jetzt gucken, ob es wenigstens gelingt, dieses Pflaster zu bekommen. Lass mich das noch ausprobieren. Danach werde ich die ja erstmal abbrechen. Und wir gucken dann im nächsten Part, womit wir weitermachen. Ey, nein, woran bin ich gestorben? Shit. Jetzt bin ich wieder an den blöden Selbstschussanlagen gestorben. So. Nee, wenn ich so weit hochgehe, wird er mich sowieso nicht erwischen. Vorsichtiger, habe ich gesagt. So. Oh, was mache ich denn da? Wieso habe ich gewartet, bis er mich erschießt? Wieso habe ich das getan? Hm?
Dings so ziemlich zum Pflaster bringen. Verdammt, von hier aus klappt's nicht. Nee. Zurück zur Karte. Okay, dann hätten wir noch 3 Level, die wir uns dann im nächsten Part vornehmen können und gucken, ob wir diese schaffen. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.